das verstanden haben, dass Employer Branding ein Versprechen an einen zukünftig potenziellen Mitarbeiter ist. Privat bin ich im Hobby sogar Goldwäscher. Das heißt, da sucht man 99,9% der Zeit und findet nur 0,1% der Zeit. Ah, das sind schon tolle Erinnerungen an das Jahr 2023. Denn da sind wir mit unserem E-Sport-Team hier Weltmeister in Dallas geworden. Ne? Hätte ich nicht gedacht, dass ich mich mal mit so einem Thema beschäftige. Also, ja. Aber da gibt's eine spannende Persönlichkeit, die ich in dem Kontext mal getroffen habe. Und ich bin auf der Hannover-Messe über einen spannenden Menschen aus Österreich getroffen, nämlich über Andreas Spicker. Und der hat gut zugehört, als ich davon geredet habe und darüber gesprochen habe. Und daraus ist dann halt eine Begleitung geworden von diesem Team. Ja, total geil. Also mal gucken, ob wir darüber auch gleich sprechen. Ich habe Andreas heute mal eingeladen. Auf der Horizons war er auch zu Gast mit dem Thema. Konnte ich leider nicht zuhören und er ist auch gleich danach wieder abgehauen. Also von daher mal gucken, was wir jetzt hier alles so verstetigen können. Also viel Spaß bei dieser Folge des Edoflash. So, Andreas, da sind wir, ne? Ach, ist das schön. Endlich einmal in gewohntem Umfeld. Bildschirm. Am Bildschirm. Die andere Chance haben wir ja so ein bisschen vertan, dadurch, dass wir uns, als wir die Chance hatten, uns jeweils kennenzulernen, ja nur auf quasi insgesamt 5, ich glaube, wir kommen auf 20 persönliche Minuten insgesamt in unserer Karriere zusammen. Effektiv wird es auf das hinauslaufen, ja, ist richtig. Also da arbeiten wir jetzt mal dran. Aber ja, Andreas, Quality Time. Absolut. Du bist ja hier nicht ohne Grund bei mir im Podcast. Ich habe ein paar spannende Fragen mitgebracht. Fangen wir mal mit der ersten an. Wer bist du und was machst du? Ja, mein Name ist Andreas Spicker. Ich komme eigentlich aus der Dienstleistung. Das heißt, ich bin eigentlich aus dem Tourismus gekommen und sogar gelernter Koch-Kellner. Das heißt, Dienstleistung liegt mir seit jeher im Blut. Aber dann relativ schnell festgestellt, dass die Dienstleistung im Tourismus wahrscheinlich nicht das ist, wo ich alt werde. Und habe dann zügig den Weg hin zum Marketing gesucht und habe das auch recht erfolgreich dann so hinbekommen, dass ich diesen Wechsel vollziehe. Ja, und da habe ich dann von verschiedensten Werbeagenturen, vom Kleinstunternehmen mit einem Mann betrieben bis hin zu Global Playern wie Wings for Life oder Nespresso und Co. betreuen dürfen. Und am Ende des Weges, den ich bis jetzt gegangen bin, steht die Industrie, nämlich B2B, wirklich teilweise sogar B2B before B sozusagen. Und habe darin eigentlich etwas gefunden, was wirklich herausfordernd ist und etwas, das will jetzt nicht sagen, dass jede Art von B2C-Marketing leicht ist, im Gegenteil, aber hier habe ich meine Herausforderung gefunden, wo ich selber wirklich auch nochmal gefordert bin, Wege zu finden, wie ich eine Zielgruppe erreiche, die ich so in der Form noch gar nicht kannte. Okay, ja, beschreib das, also so hätte ich dich vermutlich auch beschrieben nach den 20 persönlichen Minuten und dem bisschen anderen Austausch. Andreas, lass uns mal ein bisschen über Passion sprechen. Ne? Ja. Also du kommst ja aus der Dienstleistung und bist jetzt ja quasi in diesem Bereich groß geworden, in das Marketing rein. Was ist deine Passion? Warum tust du das, was du tust? Das rührt, glaube ich, aus einer genetischen Prägung heraus. Ich habe so diesen Drang, zu finden, beziehungsweise eher sogar die Suche ist mir eher fast lieber als das Finden selbst. Privat bin ich im Hobby sogar Goldwäscher. Das heißt, da sucht man 99,9% der Zeit und findet nur 0,1% der Zeit. Aber gerade im B2B-Marketing ist es fast ähnlich. Also du bist sehr viel auf der Suche und destillierst extrem weit, bis du dann so weit bist, dass du wirklich mal was findest. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen beruflich die Passion ist. Ich bin ein kreativer Kopf, also versuche das auch in irgendeiner Art und Weise im B2B-Marketing ausleben zu können. Aber eben dieses Sherlock-Holmes-Gen ist da, glaube ich, extrem hilfreich.
Ja, Spielkind bleiben auch ein bisschen, ja, ne? Also immer dieses, ja, dieses Thema. Und das bringt uns, lass uns doch nochmal ganz kurz an unsere beide Anfänge zurückkommen, weil bei da, als wir uns kennengelernt haben, bin ich ein bisschen rumgelaufen, habe immer neue Industriekunden gesucht, da bin ich auch weiterhin fleißig dabei, ne? Aber ich bin auch mit dem E-Sport-Hub im Gepäck rumgelaufen. Das ist nämlich eins meiner Startups. Und dann bin ich bei deinem alten Arbeitgeber auf der Hannover Messe gewesen, habe das einfach nur mal erzählt und da hast du zugehört vom Nachbartisch und bist rübergekommen und gesagt, das interessiert mich, da habe ich eine Passion für. Hol uns ganz kurz ab. Also was hat dich da, also was war Part dieser Story? Also E-Sports allgemein ist etwas, das ich privat gerne auch mit meinem Sohn mache. Mein Sohn ist jetzt mittlerweile 11 Jahre alt. Wir spielen gerne miteinander, unter anderem eben die Klassiker. Und als ich das Thema gehört habe und sowieso eine Passion auch im Employer Branding eben suchen und finden, sind wir wieder bei dem Thema, hatte, war das für mich irgendwie so der Einstieg zu einer Zielgruppe, die wir bis dato noch nicht erreichen konnten oder noch nicht gut genug erreichen konnten. Und das war eine aufgelegte Sache. Und jetzt ist es in der Industrie ja oft der Fall, es ist etwas behäbig in der Entscheidungsfindung, weil, ja, das ist historisch bedingt, zum anderen aber auch sehr begründet aufgrund, ja, eines technischen Hintergrunds. Und ich bin da so ein wenig der Störfaktor jetzt im Positiven und versuche das immer ein bisschen aufzubrechen, ein bisschen bunter zu sehen als alles nur blau, um es in der Disk-Modell-Sprache zu nehmen. Und versuche da etwas mehr Kreativität, Blumigkeit und ein bisschen Leichtigkeit auch reinzubringen. Und das war genauso ein Thema, das ich unbedingt aufdecken wollte und auch verwenden wollte. Ja, und so kam es dann auch dazu, dass wir beide ja tatsächlich dann eine quasi Kooperation schaffen konnten. Ja, und quasi Weltmeister zusammen geworden, ja, sind. Ne? Noch dazu Erster. packen wir hier in die Shownotes, dann können sich Leute ja vielleicht das Finale angucken. Jetzt was auch, dann hilf du mir doch mal ganz kurz, ich will dir jetzt, du bist jetzt Industrievertreter, ja, und ich komme jetzt genau mit dieser E-Sport-Idee um die Ecke, du hast eben gerade Employer Branding gesagt, ne? Wie soll ich das jemandem, der nicht dein Mindset hat im Industriebereich, erklären, was da passiert? E-Sports im Employer Branding Kontext oder ja, allgemein, ne? Also ich glaube, das könnte einer der Kontexte sein. Du kannst es ja auch für mehr Sachen nutzen. Ja, also E-Sports an und für sich ist ja leider Gottes komplett fälschlich auch verschrien und so nach dem Motto, das sind ja sowieso alles nur Menschen, die im Keller, im dunklen Kämmerlein sitzen und mit fettigen Fingern die Tastatur bedienen. Das ist aber genau das krasse Gegenteil. Das ist ein Leistungssport mit einer extrem hohen Anforderung an die E-Sportler. Und genau die Zielgruppe, die da eigentlich Interesse zeigt, eben dieses eher technische oder Gaming im Allgemeinen, ist eine extrem spannende Zielgruppe, die aber auch eine extrem hohe Resistenz gegen Bewerbung entwickelt hat, einfach weil sie es gewöhnt sind, weil sie einfach, ja, resistent geworden sind. Und da musst du über den Szenekern an die herankommen. Das heißt, du musst zeigen, dass du verstehst, wo eigentlich deren Bedürfnisse und Needs liegen. Und E-Sports ist so ein Thema, da kannst du tatsächlich noch so ein bisschen diese Pionierarbeit leisten. Wenn du es, wohlgemerkt, wenn du es auch tatsächlich intrinsisch und wirklich verhaftet nutzt. Es bringt jetzt nichts, dass du irgendwo dein Logo raufklatscht und dann war's das. Das muss schon Kulturthema auch sein. Also das sollte sich wirklich verankern und muss auch von allen Seiten gelebt werden. Gerade in der Industrie, wenn ich jetzt einmal an vergangene Tage und auch an heutige Tage denke, da musst du schon überzeugen auch, dass das verstanden wird, was das eigentlich bedeutet und was das für eine Chance ist, sich hier zu platzieren. Und wenn wir wieder zurückgehen, eben in diesen Connex Employer Branding, habe ich vorher ja auch mit dem Szenekern schon eigentlich den Hauptgrund geliefert. Du schaffst dir damit in Wahrheit eine Platzierung neben dem Coolen von der Schule sozusagen, du schaffst relativ schnell einen sehr tiefen Einstieg in die Szene. Ja. Ich frage die dritte Frage immer nach dem Game Changer. Würdest du sagen, dass das Thema generationsübergreifende Kommunikation ein Game Changer ist oder was hast du mitgebracht?
Ja, also mehrere Themen in Wahrheit. Game Changer, wir haben aktuell bei uns jetzt, bei der Engel, ist es so, wir arbeiten intensivst mit KI im Zusammenhang. Das ist jetzt nicht der Mörder-Game-Changer jetzt im industriellen Zusammenhang. Aber wenn ich jetzt mal vom Marketing ausgehe, wir haben uns, und da ist Horizons tatsächlich auch mitunter ein Denkanstoß gewesen, wir haben uns einen digitalen Agent erstellt, der aktuell tatsächlich für uns auch tätig ist und versuchen uns da eben auf der Spielwiese tatsächlich nicht produktiv, aber auf der Spielwiese so weit einmal zu platzieren, dass wir da auch fähig sind, als Vorreiter in der Industrie reinzugehen. Und das andere Thema, von dem du uns vorher gesprochen hast, dieses generationsübergreifende Kommunizieren, speziell wenn wir vom Employer Branding sprechen, ist, glaube ich, gar nicht so der Game Changer. Und ich platziere mich jetzt wirklich nur in der Industrie, im B2B-Bereich. Da ist es eher das Verständnis, Kultur dementsprechend anpassen zu müssen. Es hat sich so drastisch verändert und Industrie ist leider Gottes immer etwas behäbiger in der Reaktion auf Veränderungen. Und da bin ich in der glücklichen Lage, in einem Unternehmen zu sein, die das super verstanden haben, die da extreme Entwicklung hingelegt haben und die ein Kulturthema, also das verstanden haben, dass Employer Branding ein Versprechen an einen zukünftig potenziellen Mitarbeiter ist. Und zukünftig potenziell, das fängt bei 3 Jahren an. Also Das, sobald ich klassisches Verständnis an Zusammenhängen herstellen kann, bist du Zielgruppe. Lass uns nur mal ganz kurz sagen, ihr macht Spritzguss. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Ja. Ne? Also das ist einfach gleich nochmal ganz kurz den kleinen Block. Du bist wirklich in der klassischen Industrie in Österreich, ne? Bei Engel, Weltmarktführer, genau. Glaube ich, in dem Bereich, was ihr da tut. Technologie-Weltmarktführer, ne? Ist richtig, ja. Wir sind Spritzgießer oder bestellen Maschinen für Spritzguss her und tun das schon sehr, sehr lange sehr erfolgreich. Und sind tatsächlich Technologie-Weltmarktführer, ja, das ist richtig. So, und jetzt kommst du da um die Ecke. Ich versuche da noch mal eine Frage dahinter herzuschieben. Ne? Also der Marketer, der klassische Marketer beschäftigt sich ja immer mit den Märkten. Also wie kriegen wir Produkte verkauft, wie kriegen wir andere Sachen gelöst. Die Sachen, die du jetzt ansprichst, damit rennst du ja durch alle Silos in einem Unternehmen durch. Ja, da bist du ja quasi, was macht der Typ aus Marketing in der Personalabteilung? Ich glaube, bei euch ist das nicht so, aber wir haben ja hier Publikum, das vielleicht auch sagt, Mensch, wir sind auch Industrie, wir wollen da was verändern. Wie ist das heute so? Wie macht man das dann, wenn man eigentlich nur fürs Marketing verantwortlich ist? Wenn man fürs Marketing verantwortlich ist, hat man ja den Vorteil, dass man die Datenkrake ist. Du musst ja ohnehin jede Abteilung anzapfen. Du bist ja ohnehin mit jeder Abteilung im Austausch. Und da ergeben sich dann einfach so diese kleinen Füße in der Tür sozusagen. Also ich habe überall einen Spalt weit offen und komme dann relativ zügig auch ins Tun. Das heißt, es ist extrem viel Lobbying, was da betrieben wird, internes Lobbying. Und wenn wir jetzt das Thema Employer Branding nochmal aufgreifen, dann ist es eigentlich sogar die leichteste Übung, das zu tun, weil es gibt ja in der Regel im Unternehmen den Need, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. So. Ja. Ein schwieriger Destillationsprozess, wenn man das ganz klassisch macht und absolut keine Platzierung im Unterbewusstsein eines Bewerbers hat. Ein recht simpler Vorgang, wenn man das gut betreibt und eben ein Versprechen produziert, das dem Bewerber sozusagen schon vorab erklärt, was er zu erwarten hat. Und das ist im Prinzip schon der Kern der ganzen Sache. Du musst nur dieses eine Thema mit in die Abteilung bringen, weil der Need ist ja da. Ja, man versteht jeder. Genau, man weiß es manchmal nicht. Also Inspiration geben. Die letzte Inspiration für das Format, die du hier loswerden kannst, ist deine Lieblings-App. Aktuell. Also ich habe hier das Handy neben mir liegen. Aktuell ist es tatsächlich eine relativ simple Angelegenheit, die mir aber momentan sehr viel Spaß macht, weil ich es extrem oft nutze. Und das ist Etsy. Es ist nur ein Marktplatz. Aber ich habe momentan, wir sind gerade umgezogen oder am Umziehen in Wahrheit, aktuell sehr viele Kisten und Schachteln im Umfeld hier. Aber da ist Etsy echt ein recht praktisches Teil für mich. Aber ansonsten, also wenn ich nicht gerade umziehe und ständig nach individuellen Möbeln suche,
dann nutze ich eigentlich am häufigsten Shazam. Das ist sehr so gut. Mein... Ja. Überall ja. Zuhören. Weißt du, nur mal zu Etsy, das, was ich da nur loswerden wollte, dass ich finde das total krass. Kein Arsch kennt mehr da Wanda. Stimmt. Und das ist, ich meine, das ist halt, was war das für ein Thema? Ne? Also, guckt euch nochmal an, was da Wanda gewesen ist. Ja, wir sind gespannt, was du bei Etsy da alles im Angebot hast. Ich bin auch ganz gespannt darauf, ob wir Feedback unten drunter kriegen, gegebenenfalls auch auf den Geschichten, die wir so aus unserer gemeinsamen Weltmeister-Vergangenheit, in Anführungsstrichen, irgendwie waren wir ja auch mit dabei, wenn wir nachts aufgestanden sind und das Endspiel geguckt haben. Ne? Ich war ja sogar in New York. Also ich war ja genau zu dem Zeitpunkt tatsächlich in den USA. Da siehst du, ich bin nicht hingeflogen. So. Also Andreas, vielen, vielen Dank und ich freue mich darauf, dass wir bald auf die 20 Minuten in persönlich noch mal ein paar Minuten länger draufpacken. Vielleicht auch mal mit was zu essen bei euch vor Ort oder sowas. Da habe ich richtig Lust zu. Wir hätten gastronomische Folklore anzubieten sozusagen. Traumhaft. Andreas, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich danke dir, danke für die Zeit.